Und damit willkommen zurück zu Rapture. Wir haben das letzte Mal damit aufgehört, dass wir ja eigentlich hier die Leichen sammeln wollten. Ich werde jetzt nicht die hier oben nehmen, sondern die unten mit der Kamera, damit ich da noch ein bisschen Unterstützung habe. Ja, gibt gut Stress hier da unten. Okay, einmal runter. Da gibt's ja Zombies. Ja, lauf mal hierher. Komm her. Wozu schleppst du ein Kind mit an? Hilf mir. Hier steht doch was nicht. Ihre Augen. Die gehen ein bisschen spät hier. Wo fliegt sie denn eigentlich immer hin? Kommt doch mal runter. Ah, ich hab kein Heckpfeil mehr. Okay, schwere Niete, Fallenmiete. Miete? So. Und dann sichere ich mal ein paar hier hinten. So, da. Und da vorne, glaube ich, wird ja nichts kommen. Also machen wir hier noch. Achso, ich habe keine mehr. Alles klar. Ich gehe gerade mit der schweren Miete. Na komm, sammle mal. Aber mach bitte schnell. Lass zumindest den Taschen. Ich hoffe, das funktioniert mit der Hypnose. Okay, macht euch gegenseitig fertig. Wow, holy shit. Komm. Mach die anderen fertig. Okay, ich geh doch mit Elektro. Das mit der Hypnose ist irgendwie so semi-geil. Ach, jetzt kommen die auch noch. Ah, so ein Scheiß. Wo? Bist du fertig? Oh, Gott sei Dank. Ich bin auch ganz besonders. Wo bist du? Du Arsch! Wegen dir wäre ich fast draufgegangen. So, da. Okay, wir brauchen jetzt eine Rückgabestation. Ich glaube, die letzte war ja irgendwo da hinten. Das haben wir jetzt auch wieder mit. Ich meinte hier irgendwo da unten. Ach, da hinten. Okay. Soll ich sie retten? Ah, ich gehe mit Ausbeuten. Machen wir 50-50. Jetzt ist der Weg gesagt. Sag wer. Oh, Big Mama findet das wohl nicht so geil. Kriegt der denn Stress von dir? Oh ja. Fuck, ich hätte sie retten sollen. Pauli. Was, wo? Fuck.
Komm hierher. Oh no. Oh, Scheiße. Nein, Scheiße. Nein, nein, nicht filmen. Fuck, fuck, fuck. Nice. Holy shit. Fuck. Okay, ich glaube, in Zukunft wird hier nur gerettet. Den Stress würde ich mir nicht jedes Mal geben. Nee. Geh weiter bei. Ich kann dich noch hacken. Ja, sehr gerne. Nice. Haben wir einen Begleiter. Okay, wir hauen hier jetzt mal ab. Wir waren hier schon viel zu lange. Der Blechdaddy ist kein Mensch. Er ist halb Hund und halb Teufel. Geschaffen von Andrew Ryan, um unsere Kinder in wandelnde Leichen zu verwandeln. Ja, ich würde aber sagen, zumindest auf menschliche Basis, oder? Lies wenigstens unsere Flugblätter. Ach, der lebt ja noch. Ui. Okay, dann gehen wir jetzt mal ins Hotel bei der Retour. Und sagen mal ganz kurz Hallo. Wo sind wir? Oh. Ach komm Leute, gebt es doch auf. Ihr schafft es doch eh nicht. Meistens. Okay. Securities. Ah, das war das, was vorher blockiert gewesen ist. Alles klar. Cool. Dann haben wir hier wieder unseren Safe Spot. Schmeiß deinen Bohrer an und räum den Schrott weg, der dir den Weg blockiert. Okay, ich wollte gerade nochmal hier schauen, ob wir was Interessantes haben. Treibstoff. Na gut, brauche ich nicht. Umschalt und... Okay, warte mal. Hä? Lol, das sind jetzt die Gegner. Was? Umschalt, während du links das nochmal einen Bohrsprung auszuführen. Du stiehlst! Wie denn? Hä? Ich schnall's nicht. Geht nicht! Umschalt, während du linke Maske gedrückt hast, um Bohrsprung auszuführen. Ja, aber links ist hauen. Ich verschwinde mal kurz, Schätzchen. Nee, das bringt gar nichts. Oh Gott! Ich bin voller Blut! Ja, nee. Also es löst sich was, aber... Also ich verstehe es nicht. Drücke Umschalt, während du Bohrsprung... Hä? Oh, geil. Bin immer kurz aus dem Game rausgetappt. Na, also... Hey, so blöd bin ich jetzt aber auch nicht. Okay. Ich werde mal an der Stelle ganz kurz im Internet nachgucken, was da abgeht mit dem Bohrsprung, weil bei mir macht er halt da gar nichts. Also, bis gleich.
Okay, da bin ich wieder. Und ich meine, ich habe es jetzt rausgekriegt, wie es geht. Ich probiere es jetzt mal. Na, es geht so auch nicht. Ah, man sollte hier irgendwie wie hinrennen. Na, es geht nach wie vor nicht. Ach, das ist doch kacke. Umschalt während du... Gutgütiger, all das Blut. Ah, jetzt hat's funktioniert. Wow, was für eine beschissene Kombi. Okay, hallo. Oh, Timer vergessen. Und Munition. Na, da werden wir... Alter. Na, komm her. Also, Gracie war in der obersten Etage. Geh rauf und überrede sie, dass sie dir den Hauptschlüssel gibt. Ja, ich probier's. Fallniete Auto-Hack-Pfeil. Boah, das ist ja mega teuer. Na, erstmal ein paar Nieten, bitte. Und gut ist... Was? Nein, ja, auf damit. Upgrades wären auch nicht schlecht. Was hat's eigentlich mit den Schmetterlingen hier auf sich? Also ich glaube, meine kleine Drohne braucht noch einen Schuss und dann ist sie fertig. Naja, vielleicht kann sie ein bisschen... Was ist mit dir? Ich mach hier aus. Nicht mit mir. Ah, oh, so viele Winkel. Oh ja. Einmal heim, bitte. Wow, das war jetzt gerade mega knapp. Alles klar. Und nein, nein, nein. Nein. Muss das sein? Ah, ich bin wenigstens nicht ganz alleine. Ach man. Hasse es, wenn es so dunkel ist. Okay, haben wir hier noch Goodies? Na, aber einmal gut spülen. Muss ja sauber sein. Oh, ein Safe hacken. Oh, fuck. Ich bin weg. Fuck, 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 fuck. Ah, das ist meine Drohne. Oh, bitte hör auf mit dem Alarm. Okay, wir warten jetzt hier. Oh nein. Oh. Geil, jetzt habe ich die ganze Munition für das verballert. Ah. Ja, Gott sei Dank noch Nieten. Und den Safe lasse ich jetzt. Okay. Jetzt wird es wieder Zeit für den Bohrer. Wisst ihr was, das mit dem Bohrer können wir eigentlich gerade mal machen. So. Der Kinderräuber ist im Hotel, Brüder und Schwestern. Er will mich holen, damit er an Eleanor herankommt. Blechdaddies kennen keine Schuld. Blechdaddies fühlen keinen Schmerz. Aber wir sind die Familie. Und wir können ihn lehren, Schmerz zu empfinden. Ich will dich eigentlich nicht holen, aber wenn du so weitermachst, dann werde ich dich holen und fertig machen. Mein Gott, ich will dir doch gar nichts Böses. Komm, beruhig dich wieder. Alles klar. Beängstigend ruhig hier.
Gegner alarmiert? Was? Sag mal, ist das Spiel dezent verbuggt? Kann das sein? Wir warten jetzt mal, bis der Timer hier abläuft. Was denn schon wieder? Hallo! Oh, das ist gerade aufgegangen. Na, Droni? Siehst du jemanden? Jetzt bleiben wir erstmal hier stehen. 7 Sekunden. 2, 1. Okay. Oh, what the fuck? Ah, tut mir sehr leid für dich. Irgendwelche Goodies. Ja, ein Haufen Essenszeugs. Aber ein Verbandskasten. Da sage ich nie nein. Oh. Wow. Haben wir es jetzt. Ärsche. Ah, diese Surprise-Hits da von Bioshock, die gehen mir so auf den Sack. Ich hasse das. Generell alles, was irgendwie gruselig ist. Oh. Ich habe auch keinen Heckpfeil. Komm, Droni. Scheiße, ich muss da unter die Kamera rein. So, einmal hacken. Ja, wenn nur einmal Bonusschaden. Griffier der Bohrer. Griffierbohrer in der. Lass den Gegner mit Griffierbohrer in der Kälte stehen. Nee. Nice. Was? Wo? Wo? Wo schießt du? Kannst du nicht mit. Ach, da oben. Wo ist meine Markierung? Blut trennt uns, Monster. Es ist das Blut, das uns zu Fremden macht. Aber dank Dr. Nam sind wir jetzt alle eine Familie. Ein Volk. Ein Ziel. Du kannst dieses alte Herz anhalten und diesen alten Körper ausbluten lassen. Aber die Familie kannst du nicht zerstören. Und du, Blechdaddy, du stirbst ganz alleine. Okay. Mieten. Eckpfeil kaufen wir mal. Oh, das war teuer. Komm ich da hin? Nee. Oh, da hinten ist was zum Anhören. Nice. War ich das? Nee. Ich bin ja an sich ein bescheidener Mensch. Aber die Masche mit den Spritzenteilen ist schon einsame Spitze. Irgendein Blödmann von hier kauft mir eine Schachtel Einzelteile für Injektionsspritzen ab. Für das Doppelte, was der Krempel wert ist. In seinem Rattenloch baut er alles zusammen? Ich kaufe das fertige Produkt für 10 Cent zurück und kassiere dafür $1 von Ryan. Profite kommen, Profite gehen. Der alte Andy labert was von der großen Kette. Ich habe Leute, die blechen noch dafür, dass diese Kette mich reich macht. Andrew Ryan hat mir erzählt, in Rapture wäre es nicht wichtig, wo man herkommt. Blödsinn! Als die Zeiten härter wurden, kochten unsere ganzen Vorurteile wieder hoch. Aber Dr. Lam hat uns gezeigt, dass wir alle eine Familie sind. Jenseits unserer Hautfarbe, jenseits unseres Standes, jenseits unseres Namens. Oh, Scheiße. Ein Geschütz. Es ist die Frage, ob ich jetzt irgendwie an dem Geschütz rankomme. Ja.
Fuck, ich geh mal wieder. Ganz blöde Idee mit dem Geschütz. Ich glaube, der ist da hinten. Da ist er. Nice. Und eine Kamera ist irgendwo unterwegs. Oh no. Wow, fuck. Scheiße. Nein. Alter, du Arsch. Ah, ich hab wieder meine Heckpfeile jetzt so durch das verloren. Noch mehr von diesen Schmetterlingen. Heckpfeil. Ja, wenigstens ist hier einer. Das noch erklärt mit dem Schmetterling? Der Morphoretinor prallt vom Glas ab. Ich falte diese Papierfiguren als Geheimabzeichen für die Gläubigen. Graces Zimmer ist gleich da vorne. Ach Mann. Sie war ja nicht gerade freundlich zu dir. Ich werde also nicht versuchen, dir vorzuschreiben, wie du ihr den Schlüssel abnehmen sollst. Aber sie ist alt. Und der Hass auf dich basiert auf einem Missverständnis. Okay, nach dem Heckpfeil. Das war jetzt nicht so geil. Mein Kamera. Dann nach links oder wie? Okay, da ist zu. Ah, ich glaube, ich bin nicht vorbereitet. Ich werde hier mal... Da ist sie, Holloway. Ja, ich würde sagen, ich mache hier noch mal eine Runde, werde die Munition, wenn es geht, aufladen. Mach das aber da... Oh nein, wisst ihr was? Das machen wir noch in der Episode. Wir gehen mal kurz auf die andere Seite. Ich könnte mal denken, dass man einen von den Big Dudes oder zwei auf uns Cats kriegt. Wäre natürlich cool, wenn wir eine Option haben, das irgendwie friedlich zu machen, aber ich glaube es ja nicht. Das ist schon mal gut. Oh, da gibt es noch was zum Anhören. Und so sind's 100. So einfach geht das. Ich zahle Sinclair ein paar Kröten für eine Ladung Spritzenteile und Nadeln. Abends schraube ich alles zusammen, während ich nebenbei Radio höre. Dann verkaufe ich Sinclair alles für das Doppelte zurück. Echt gutes ja, Geschäft. Gutes. Ein paar Nadelstiche holt man sich. Aber sonst kein Grund zur Klage. Bald bin ich wieder ganz oben. Danke, Mr. Sinclair. Du Trottel. Ach, was für eine nette Gesellschaft hier. Also, liebe Leute, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Bis zum nächsten Episode. Wenn wir mal bei der Holloway vorbeigucken. Also, bis denn dann. Tschüss.